Die heutige Etappe sieht vor, bis zur Götzschtalbrücke zu kommen, vorher aber noch ein Abstecher zu Sven, Captain Mads ehemaliger Nachbar in Allendorf. Sven zog zurück ins Vogtland, seine alte Heimat. Nach 3 Kilometern einen der 2 rechten Fahrstreifen benutzen, um die Ausfahrtrichtung A9 zu nehmen. Und weiter geht's nach unserer ersten Etappe in Erfurt zum nächsten Halt. Wir fahren zur Brücke. Weiter geschaffen sonntags hier. So, hier müssen wir raus. Wir müssen nach Lederhose, Matt. Thüringer Vogtland, Ausfahrt Lederhose. So, hier wollen wir hin. Ich weiß nicht, ob der da ist. Muss ich halt jetzt googeln, ja. Doch, Sven war zu Hause in der Badewanne. Was will man auch sonst machen an einem Sonntag? Es gab Kaffee und Stollen und ein Bier. Aber schon müssen die Gebrüder sich wieder auf den Weg machen, sonst wird das heute nichts mehr mit der Brücke. Ab 16.30 Uhr ist Dämmerung. Zwinkerl. Rostbratwurst. Ich habe schon gesehen, ne? Rostbratwurst, Thüringer. Extrem stressig für den Fahrer hier. Friesnitz. Ich meine Hart-Pöllnitz. So, da ist sie doch schon, die Brücke. Nein, das ist hier nicht. 200 Meter rechts, wo ist das da vorne erst? Aber rechts abbiegen. Ist schon klar, dass es diese Ziegelsteinbrücke hier, Ziegelsteinbrückenbauwerk ist. Eine Doppelbrücke sogar. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf S289. Bundesstraße, Schilder nach Greiz. Wahrscheinlich haben sie hier, das ist wahrscheinlich die Ziegelbrennerei direkt da unten, die F.A. Ketzel. Oder was meinst du? Ich fahre jetzt erstmal durch. Hier ist sie. Links abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Der Brücke, der Bottom.